Grummel Griesgram arbeitete in seiner Höhle. Er hatte wieder einmal eine Maschine erfunden und war sehr stolz darauf. Schleichmichel war bei ihm. Doch er wäre viel lieber draußen gewesen, hätte sich unter einen Apfelbaum gesetzt und zum Regenbogenland hinübergeblickt, wo es immer so bunt und fröhlich zuging. Er ahnte, dass Grummel Griesgrams Geschäftigkeit sich wieder einmal gegen dieses Regenbogenland richtete. Grummel Griesgram. Störe mich nicht, Schleichmichel. Aber ich hab doch nur eine Frage, Grummel Griesgram. Ja, was willst du wissen, Schleichmichel? Was machst du da? Was soll das werden? Dann das siehst du doch. Ich habe eine Maschine gebaut. Eine fantastische Maschine. Eine wundervolle Maschine. Ah, ich bewundere mich selbst, weil ich das geschafft habe. Ja, das kann ich verstehen. Sonst bewundert dich ja auch keiner. Ja, da hast du recht. Also mache ich es selbst. Ja, und was ist das für eine Maschine? Sie hat noch keinen Namen, aber ich werde dir sagen, weshalb ich diese Maschine erfunden habe. Weshalb, wieso, warum? Weshalb du sie erfunden hast, ja. Das kann ich mir schon denken. Ja, tatsächlich? Dann heraus damit. Sag es mir. Weshalb? Weil du nachgedacht hast, richtig? Schleichmichel. Oh. Natürlich habe ich nachgedacht. Ja. Niemand kann etwas erfinden, wenn er nicht vorher seinen Kopf anstrengt. Deshalb erfindest du nie etwas, denn du magst ja nicht nachdenken. Ja, ich verstehe. Ja, und wozu ist die Maschine? Ach, das weißt du nicht. Nein. Nicht anfassen, du Tollpatsch. Die Maschine ist sehr empfindlich. Du kannst dir also nicht vorstellen, wozu diese Maschine da ist? Nein, das kann ich nicht. Was macht die Maschine? Du weißt, dass Regina Regenbogen und ihre Freunde so rücksichtslos sind, diese Welt immer wieder bunt und fröhlich zu machen. Ja, das weiß ich. Sie geben nicht auf. Richtig. Immer wieder und immer wieder bringen sie Farben in diese Welt. Und oft genug entdecken wir es viel zu spät, sodass ich große Mühe habe, die Farben wieder zu beseitigen. Ja, du machst alles grau und langweilig mit deiner Graukanone. Ja, richtig. Alle diese Farben müssen weg. Alles muss grau werden und schwarz. Ach, wenn ich könnte, ich würde die Sonne schwarz anmalen, damit es dunkel ist auf der Welt. Und niemand darf lachen? Schon gar nicht die Kinder? Nein. Die Kinder dürfen nicht lachen. Ich will es nicht. Lachen ist grässlich. Wer lacht, ist fröhlich. Und ich will nicht, dass irgendjemand fröhlich ist. Nur wenn ich lache, ist die Welt in Ordnung. Grummel Griesgram, du bist manchmal richtig giftig. Du willst sagen, dass ich ein Giftzwerg bin. Ja, wenn es um Farben und um das Lachen geht, bin ich es. Oh, und was für einer. Ja, was für einer. Und jetzt wird alles noch viel besser. Besser, wieso denn? Weil mir diese Maschine sofort anzeigt, wo die Welt bunt und fröhlich ist. Ja, tut sie das? Wozu denn? Wenn dich sowas so ärgert, dann ist es doch besser, du weißt es gar nicht. Das ist wieder mal typisch für dich, du Dummkopf. Typisch! Ich will es wissen. Ich muss es wissen! Aber warum denn, Grummelchen? Damit ich alle Farben mit meiner Graukanone beseitigen kann. Die Grauwolken ersticken jedes Lachen, bis es endlich wundervoll ruhig ist. Die Kinder nicht mehr lachen, die Vögel nicht mehr singen, keine Musik mehr zu hören ist und alles grau in grau ist. Wundervoll grau. Ach, wenn es doch endlich so weit wäre! Hoffentlich nicht.
Während Grummel Griesgram finstere Pläne schmiedete, herrschte im Regenbogenland eitel Sonnenschein. Regina Regenbogen und ihre Freunde spielten mit einem Ball auf der Wiese. Und jetzt zu mir, Nina. Nein, Maria, nimm mir den Ball nicht weg. Nicht schon wieder. Pass doch besser auf, Richard. Hier, willst du den Ball? Maria, Vorsicht bitte. Trittet nicht auf die Blumen. Aber Katrin, hab doch keine Angst um deine Blumen. Auf einer Wiese darf man spielen. Niemand zertritt die Blumen. Oh Gott, was ist das denn? Was ist los, Weißwirbel? Warum bist du so aufgeregt? Oh Gott, sieh doch mal, Regina. Ein Drache, ein fürchterlicher roter Drache. Er wird uns alle fressen. Ein Drache? Aber Weißwirbel, wo ist denn der Drache? Ich sehe ihn nicht. Dort oben, direkt über den Regenbogen. Er schwankt hin und her, ganz wütend ist er. Ja, ich sehe ihn. Tatsächlich, ein roter Drache. Aber natürlich kein echter. Ein Drache aus Papier. Vor dem brauchst du keine Angst zu haben, Weißwirbel. Aber wenn er uns was tut. Aber Weißwirbel, es ist ein Papierdrache. Irgendein Kind hat ihn gebaut. Siehst du, jetzt stürzt er ab. Der Wind trägt ihn nicht mehr. Wie schade. Er sah eigentlich ganz gut aus. Warum reiten wir nicht über den Regenbogen und sehen nach, wo der rote Drache geblieben ist? Das ist eine gute Idee, Sternschnuppe. Komm, wir reiten über den Regenbogen. Ich möchte mit, Regina. Oh Gott. Ich kann doch nicht hierbleiben, wenn ihr euch in solche Gefahr begebt. Vielleicht war es gar kein Papierdrache, sondern ein echter. Und er ist nur gelandet, um uns in eine Falle zu locken. Ja, Weißwirbel, so wird es sein. Und nun komm, wir reiten los. Haltet euch gut fest. Gleich sind wir oben. Der Drache ist nirgendwo zu sehen. Er versteckt sich. Bestimmt greift er uns gleich an. Tatsächlich, es ist nichts von ihm zu sehen. Seltsam, er war leuchtend rot. Wenn er irgendwo im Gras liegen würde, müsste man ihn sehen können. Niemand ist da, keine Menschenseele. Ich glaube, der Drache hat alle Menschen aufgefressen. Oh Gott. Wie gut, dass wir hier oben auf dem Regenbogen sind. Alle Menschen sind nicht verschwunden, Weißwirbel. Da hinten ist ein kleiner Junge. Dort unten bei dem Wäldchen. Ja, ich sehe ihn, Sternschnuppe. Er hält was in den Händen. Kannst du erkennen, was es ist? Im Allgemeinen haben Pferde keine guten Augen, aber ich bin das wundervollste Pferd unter den Sternen und deshalb erkenne ich es selbstverständlich. Ja, es gibt kein anderes Pferd wie dich. Nirgendwo, im ganzen Universum nicht. Nein, bei aller Bescheidenheit wahrhaftig nicht. Kannst du mir auch sagen, was der Junge in den Händen hält? Aber sicher doch, Regina. Es ist die Drachenschnur, die er um ein Stückchen Holz gewickelt hat. Gleich sind wir bei ihm. Kannst du es nicht selbst schon sehen? Ja, natürlich. Und ich? Oh Gott, ich erkenne überhaupt nichts, weil ich nämlich hinter deinem Rücken bin und alle Mühe habe, mich festzuhalten. Vielleicht brauchst du das nicht mehr, Weißwirbel. Wir sind am Ende des Regenbogens. Jetzt geht's über die Wiese. Oh ja, da ist der Junge. Hier, Kleiner. Oh, Weißwirbel, sei nicht zu frech zu ihm. Sag nicht Kleiner zu ihm. Du siehst doch, dass er sehr traurig ist. Oh Gott. Ja, er weint. Na sowas. Hey, warum weinst du, kleiner Mann? Hör auf, Weißwirbel. Warum nennst du ihn kleiner Mann? Du selbst bist doch viel kleiner als er. Hallo ihr, lass mich in Ruhe. Oh, junger Freund, so dicke Tränen, weil du deinen Drachen verloren hast. Das weißt du? Aber ja doch. Wir haben deinen Drachen beobachtet, wie er über dem Regenbogen war und wie er dann abgestürzt ist. Ihr habt meinen Drachen gesehen? Ist das wahr? Oh Gott, ja. Der Drachen flog ja so hoch und so schön über den Regenbogen. Ich dachte, er wollte auf dem Regenbogen landen. Ach, ihr habt ihn nur gesehen, wie er flog. Aber später nicht mehr? Nein, leider nicht. Aber wir werden dir helfen, ihn zu suchen. Ich bin Regina Regenbogen und das ist mein Sternlicht Weißwirbel. Mein Name ist Bernd, Regina. Und dein Pferd? Wie heißt dein Pferd? Das kann ja sogar sprechen, wie ein Mensch. Das ist Sternschnuppe. Ein besonders schönes Pferd, nicht? Oh ja, das ist es. Oh, ich bin sehr bescheiden und lege auf solche Dinge wirklich nicht viel Wert. Aber ich möchte doch darauf hinweisen, dass ich das schönste Pferd im ganzen Universum bin. Ja, vielleicht gibt es nirgendwo mehr so ein Pferd wie dich. Aber wo mein Drachen ist, weißt du auch nicht. Nein, Bernd, das weiß Sternschnuppe nicht. Wir haben danach gesucht, als wir über den Regenbogen geritten sind. Aber wir haben ihn nicht gefunden. Wenn es dir recht ist, werden wir dich mitnehmen. Wenn wir hoch oben auf dem Regenbogen sind, kannst du das ganze Land überblicken. Ja, und dann siehst du deinen Drachen vielleicht.
Oh ja, das wäre nett. Ich muss den Drachen unbedingt wiederhaben, sonst werde ich bestraft. Du wirst bestraft, Bernd? Von wem denn? Ist doch klar, Regina. Von meinen Eltern. Besonders von meiner Mama. Von deinen Eltern? Ist das denn nicht dein Drache? Klar, es ist meiner. Sie haben ihn mir zum Geburtstag geschenkt. Mein Papa hat ihn selber gebaut. Aber wenn sie ihn dir geschenkt haben, kannst du doch damit machen, was du willst. Er gehört dir. Eben nicht. Ach, Eltern sind ja so komisch. Erst schenken sie einem was und sagen, es einem gehört, dann gehört es einem doch nicht. Sie haben gesagt, es ist ganz allein mein Drachen. Aber wenn ich ihn verliere, werde ich bestraft. Dabei kann ich doch nichts dafür, dass das Band gerissen ist, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist aber schwierig. Ja, das finde ich auch, Weißwirbel. Warum sind Eltern nur so? Das weiß ich auch nicht, Bernd. Waren Eltern eigentlich auch mal Kinder? Aber klar doch, Weißwirbel. Natürlich waren Eltern auch mal Kinder. Alle waren mal Kinder. Das glaube ich nicht. Wenn sie selber mal Kinder waren, warum verstehen sie dann nicht, wie Kinder sind? An diesem Tag war Grummel Griesgram wirklich bester Laune. Seine neue Maschine funktionierte genau so, wie er es sich vorgestellt hatte. Nun verließ er zusammen mit Schleichmichel seine Höhle. Hey, wundervoll, wundervoll, fabelhaft. Oh, ich bin genial. Die neue Spionmaschine verrät mir alles, was ich wissen muss. Ja, sie sagt dir sogar, wo ein bunter Kinderdrache durch die Luft fliegt. Ja. Genau das, Schleichmichel. Und jetzt holen wir uns den Drachen. Er muss hier irgendwo zwischen den Felsen liegen. Drache! Hallo, Drache, wo bist du? Schleichmichel, du Dummkopf! Was rufst du den Drachen? Er kann nicht reden, er ist nur aus Papier. Ah, er ist nur aus Papier? Und doch kann er fliegen? Weil der Wind ihn trägt. Nun sieh dich endlich um, Schleichmichel, er muss hier irgendwo liegen. Vielleicht hinter diesem Felsen? Nein, da ist er nicht. Aber dort, unter dem Busch, ist er dort? Ja, hier ist er, sieh doch mal. Sieh doch mal, wie schön rot er ist. Schön rot? Das ist nicht schön, das ist hässlich. Aber die Kinder mögen das, Grummel Griesgram. Die Kinder, was die mögen, ist immer hässlich. Ich kann dieses Rot nicht sehen. Es tut meinen Augen weh. Schnell, gib mir meine Graukanone. Hier hast du sie, Grummel Griesgram. Gut so, gut. Und jetzt eine Grauwolke über den Drachen. Siehst du? So. Jetzt wird der Drachen ganz grau. Werden die Kinder aber traurig sein. Ja, traurig werden sie sein. Und das ist gut so. Sehr gut. Nur traurige Kinder sind gute Kinder. Und dieser Junge soll ganz besonders traurig sein. Sein Drachen war ja noch ganz neu. Du bist ein rechter Bösewicht, Grummel Griesgram. Was willst du mit dem Drachen? Willst du damit spielen? Spielen? Schleichmichel, ich will nicht spielen. Kinder spielen. Das ist es ja gerade, was mich an ihnen stört. Ich spiele nie, nie, verstehst du? Ja, ich verstehe. Du spielst nie, weil du ein Spielverderber bist. Ja, ein Spielverderber, das bin ich. Und ich bin stolz darauf. Ich werde allen Kindern die Freude am Spielen verleiden. Was hast du vor, Grummel Griesgram? Ich habe einen Plan, einen genialen Plan. Oh, bitte, erzähl mir doch, was du vorhast, Grummelchen. Gut, ich verrate es dir. Pass auf, wir lassen den Drachen steigen. Aber dann willst du ja doch spielen, Grummel Griesgram. Und jetzt ist der Drachen ganz grau. Man kann ihn gar nicht sehen, wenn er hoch oben in der Luft ist. Nein, man kann ihn nicht sehen und das ist gut so. Unsichtbar wird er über das Regenbogenland hinwegfliegen. Ach, über das Regenbogenland.
Wozu denn das? Wenn er unsichtbar ist, können sich Regina Regenbogen und ihre Freunde gar nicht über ihn freuen. Das sollen sie ja auch nicht, du Dummkopf. Was? Der Drachen wird kleine Grauwolken mit sich tragen. Und wenn er über dem Regenbogenland ist, werden Grauwolken herabschweben und das ganze Regenbogenland grau machen. Ach, das Regenbogenland soll grau werden. Ja, 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 grau, das ganze Land. Alle Farben werden verschwinden. Regina Regenbogen und ihre Freunde werden nicht mehr lachen. Oh, wird das ein schöner Tag, an dem ich das Lachen der Regenbogenfreunde nicht mehr hören muss. Regina Regenbogen versuchte vergeblich, den kleinen Bernd zu trösten. Der Junge war allzu traurig darüber, dass er den Drachen verloren hatte. Doch es sollte noch schlimmer für ihn kommen. Wir werden deinen Drachen so lange suchen, bis wir ihn gefunden haben, Bernd. Ihr findet ihn ja doch nicht. Und überhaupt, es ist zu spät. Da kommen meine Mama und mein Papa. Bernd? Bernie, wo bist du? Hier, Mama, hier bin ich. Bernie, wo steckst du denn? Wir haben dich überall gesucht. Was machst du hier, Junge? Ich denke, du lässt deinen Drachen steigen. Ja, wo hast du deinen Drachen überhaupt? Ich sehe ihn nicht. Mama, der Drachen ist... Aha, ich kann es mir schon denken. Du hast den Drachen kaputt gemacht. Und dann hast du ihn einfach weggeworfen. Otto, nun sag doch mal auch was. Bernd, willst du uns nicht erklären... Was gibt es da zu erklären, Otto? Du siehst doch, der Drachen ist nicht da. Schöne neue Drachen. Und du hast dir so viel Mühe gegeben damit. Ich finde, es wird höchste Zeit, dass du deinem Sohn einmal klar machst, dass solche Sachen nicht nur Arbeit, sondern auch viel, viel Geld kosten. Bernd, siehst du, wenn wir dir du etwas schenken... Du bist immer zu nachsichtig mit dem Jungen. Ja. Alles macht er kaputt. Aber wirklich alles. Komm, schenken wir ihm etwas, schon wird es zerstört. Warum sagst du denn nichts, Otto? Bernd, du bist nun schon ein großer Junge. Aber das ist ja wohl klar. Dieses Mal gibt es eine Strafe, die du so leicht nicht vergessen wirst. Du fährst nicht mit uns in den Urlaub auf dem Bauernhof. Nicht, Mama? Ich darf nicht mitfahren? Nein, du bleibst bei Oma. Während wir mit deiner Schwester auf dem Bauernhof Ferien machen. Erika ist viel vernünftiger als du. Und vor allem dankbarer, wenn wir ihr was schenken. Aber Otto, willst du deinem Sohn nicht endlich einmal auseinandersetzen, dass es so nicht geht? So nicht? Ja, ja, natürlich will ich das. Siehst du, Bernd, wir wollten dir mit dem Drachen eine Freude machen. Eine große Freude, weil du ja Geburtstag hattest und deshalb sind wir... Wir gehen jetzt nach Haus. Komm, Bernd. Und du auch, Otto. Oh mein Gott, worauf wartest du denn noch? Regina, Weißwirbel, Sternschnuppe, ich komm wieder, bestimmt, ich komm wieder. Wir warten auf dich, Bernd. Natürlich warten wir auf dich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, kein Wort haben deine Eltern mit uns gesprochen. Ja, wir waren Luft für sie. Unglaublich. Dabei hätte ihnen das schönste Pferd im Universum eigentlich auffallen müssen. Was für schreckliche Eltern. Bernd wollte ihnen erklären, was passiert ist. Aber sie haben ihn gar nicht zu Wort kommen lassen. Wenigstens seine Mutter nicht. Aber die ist ihrem Otto ja auch über den Schnabel gefahren. Nicht nur ihrem Bernie. So eine Gemeinheit. Sie wollen ihn nicht mit in die Ferien nehmen. Wir müssen irgendetwas tun. Wir müssen Bernd helfen. Und wenn er wirklich hierbleiben muss, dann werden wir dafür sorgen, dass er ganz tolle Ferien hat. Oh ja, Regina. Wenn er hierbleiben muss, kümmern wir uns um ihn. Regina und ihre Freunde ahnten nicht, dass Grummel Griesgram und Schleichmichel Zeuge des Gesprächs gewesen waren. Hinter einem Busch versteckt hatten sie alles gehört. Ruhig warteten die beiden Bösewichte nun ab, bis nicht nur Bernd mit seinen Eltern, sondern auch Regina mit ihren Freunden weggegangen war. Hast du das gehört, Schleichmichel? Ja, ich habe gehört, dass Regina und ihre Freunde sich um den armen Bernd kümmern wollen. Wie lieb von Ihnen. Ah,
Kopf, das meine ich doch nicht. Ich habe Erfolg gehabt, vollen Erfolg. Nicht nur der Drachen ist grau, auch die Eltern sind böse. Ja, die Mutter. Sei doch nicht so kleinlich. Die Mutter oder der Vater oder beide, das ist doch egal. Hauptsache, es hat Ärger gegeben. Und es wird noch mehr Ärger geben. Noch mehr, Grummelgrießkram? Ist es denn noch nicht genug? Nein, es ist nicht genug. Es ist noch lange nicht genug. Ich habe einen Plan. Oh weh, das hört sich aber gar nicht gut an. Können wir nicht was anderes machen? Müssen wir immer böse sein? Ja, 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 das müssen wir. Die Welt soll grau werden und ich werde dafür tun, was immer ich kann. Nur wenn das so ist, Grummelgrießkram, dann ist es wohl nicht zu ändern. Komm mit, wir fahren mit dem Auto in die Stadt. In die Stadt? Oh, ist das schön. Oh, dann können wir ins Kino gehen. Es gibt einen guten Krimi in Farbe. Der Sturz des Heinzelmännchens von der Teppichkante. Sei doch nicht so albern, Schleichmichel. Natürlich gehen wir nicht ins Kino. Wir haben etwas anderes zu tun. Was haben wir zu tun, Grummel? Ist dir nicht aufgefallen, dass Regina Regenbogen vergessen hat, den traurigen Bernd zu fragen, wo er wohnt? Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Das ist eben der Unterschied zwischen uns. Ich halte Augen und Ohren offen. Und du schläfst mit offenen Augen. Oder weißt du, wo Bernd wohnt? Nein, weiß ich nicht. In einer Höhle vielleicht, einer schönen, großen Höhle mit bunten Lichtern? In einer Höhle? Schleichmichel, du bist ein dummer Tropf. In der Stadt gibt es keine Höhlen. Keine Höhlen? Das ist aber schade. Dann wissen die Kinder aus der Stadt ja gar nicht, wie schön man in einer Höhle spielen kann. Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, wo Bernd wohnt. Zufällig weiß ich es. Er wohnt in einem scheußlich gelben Haus. Es ist das einzige gelbe Haus in der ganzen Stadt. Das ist aber schön. Dann kann Regina Regenbogen ihn ja ganz leicht finden. Eben nicht. Ich glaube, du bist ein bisschen dumm im Kopf, Grummelgrießkram. Aber das macht fast gar nichts. Ein gelbes Haus kann man doch ganz leicht finden. Ja, wenn man so dumm ist wie du. Aber ich bin schlau. Wir fahren jetzt in die Stadt und dann schießen wir mit der Graukanone. Auf die Stadt, Grummelgrießkram? Du hast es erraten, Schleichmichel. Die ganze Stadt soll grau werden. Alle Häuser müssen grau werden. Alle Häuser, Grummelchen? Auch das gelbe Haus vom Bernd? Alle! Und besonders das gelbe Haus. Aber dann kann Regina den kleinen Bernd ja gar nicht finden. Endlich, endlich hast du es begriffen, Schleichmichel. Wenn alle Häuser grau sind, kann Regina Bernd nicht finden. Und das soll sie auch nicht. Nein, 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 das soll sie nicht. Regina Regenbogen, Sternschnuppe und Weißwirbel eilten zu ihren Freunden zurück und erzählten ihnen, was passiert war. Danach machten sich alle gemeinsam auf die Suche nach dem roten Drachen. Doch als sie ihn nicht fanden, zogen sie in die Stadt, um Bernd zu trösten. Regina, weißt du eigentlich, wo Bernd wohnt? Nein, leider nicht. Aber wir werden es schon herausfinden. Die Stadt ist ja nicht so groß. Sicher kennen die Leute Bernd. Wir werden einfach nach ihm fragen. Nach ihm fragen, Regina? Aber wir wissen ja nur seinen Vornamen.
Meinst du nicht, dass es viele Jungen in der Stadt gibt, die Bernd heißen? Sicher gibt es das, Richie. Aber ich weiß, wie wir ihn finden. Du Bubi, wie denn? Klar weiß ich das, Sabine. Wir fragen nach ihm und sagen ganz einfach, dass er eine ständig greifende und schimpfende Mutter hat. Und einen Vater, der nie zu Wort kommt. Ja, Bubi, genau so müssen wir es machen. So hat Regina die Eltern beschrieben. So werden wir ihn finden. Und wir sagen, dass er einen roten Drachen hatte. Verlasst euch drauf. Irgendwie werden wir Bernd schon finden. Immerhin habt ihr mich dabei. Das fraglos klügste Pferd unter den Sternen. Wartet, da kommt ein Junge mit einem Mofa. Wir wollen ihn fragen. Ja. Hey, hallo, halte mal an. Ja, warte mal. Wir müssen dich was fragen. Was ist denn los? Warum seid ihr denn so aufgeregt? Wir suchen niemanden. Bernd heißt er und er hat einen roten Drachen. Und er hat eine Mutter, die ist auch ein Drachen. Immer schimpft sie mit ihm. Nicht doch, Bubi. Jetzt übertreibst du. So schlimm ist die Mutter nicht. Seine Mutter hat doch nur geschimpft, weil er seinen Drachen verloren hat. Ist ja egal. Jedenfalls hat sein Vater den Drachen gebaut. Ach ja, ich weiß schon, wen ihr meint. Den kleinen Bernd, ne? Ja, den kenne ich. Der wohnt hier ganz in der Nähe. Ja, wirklich? Wo denn? Wie die Straße heißt, das weiß ich nicht. Aber es ist die dritte Straße rechts. Seht ihr da? Gleich neben der Kirche. Und welches Haus? Ach, das ist auch leicht zu finden, das Haus. Ja, es ist ein gelbes Haus. Ein leuchtend gelbes Haus. Das ist das einzige gelbe Haus, das es in der ganzen Stadt gibt. Ein leuchtend gelbes Haus? Danke, das finden wir ganz bestimmt. Gelb ist meine Lieblingsfarbe. Wenn es irgendwo ein gelbes Haus gibt, dann findet Sabine es als Erste. Vielen Dank auch. Oh, nicht zu danken. Und grüß Bernd mal von mir, ne? Ja, ganz netter Junge. Ja, aber nicht nur Regina Regenbogen und ihre Freunde waren in die Stadt gezogen, auch Grummel Griesgram und Schleichmichel hatten sich dorthin auf den Weg gemacht. Mit dem Auto fuhren sie am Rande des Regenbogenlandes entlang, bis hin zu den ersten Häusern. Endlich sind wir da. Du bist gefahren wie der letzte Mensch. Nicht ein Schlagloch hast du ausgelassen. Oh, ich bin vollkommen verbeult und verschrammt. Das macht doch nichts, Grummel Griesgram. Das ist bald wieder in Ordnung. Bald wieder in Ordnung, Fleischmichel. Siehst du denn nicht, dass ich überall blaue, grüne, rote und gelbe Flecke habe? Aber das macht doch nichts, Grummelchen. Wir nehmen die Graukanone. Siehst du? Nein. Und jetzt? Nein, was machst du da? Ja, ich schieße mit der Graukanone. Siehst du? Jetzt bist du mitten in einer Grauwolke. Was soll denn das? Was soll dieser Unsinn? Aber Grummel Griesgram, sieh dir doch mal die Beulen an, ja? Jetzt sind sie nicht mehr grün und blau und gelb. Jetzt sind sie alle grau. Nun weiß ich nicht, ob ich dir böse sein soll oder ob ich lachen soll. Dann lach doch, Grummelchen. Du bist der Einzige weit und breit mit grauen Beulen. Und du hast selbst gesagt, dass Grau eine hübsche Farbe ist. Ja, das ist es, wirklich. Deshalb muss die ganze Welt grau werden. Und mit der Stadt fangen wir an. Wir lassen den Drachen steigen und dann regnet es von oben graue Wolken herab. Ja, so machen wir es, Grummelchen. Hier ist der Drache. Gut so. Ausgezeichnet. Gut, dass wir alles vorbereitet haben. So, und jetzt die Graubeutel an den Drachen binden. Aber das habe ich doch schon längst getan, Grummel Griesgram. Ja, dann kann es ja losgehen. Ich halte die Schnur und du ziehst den Drachen hoch in den Wind. Fertig, Schleichmichel? Fertig, Grummel Griesgram. Dann los! Lauf, Schleichmichel, lauf! Ja, so ist es gut. Der Drache steigt höher und immer höher. Ja, gut. Jetzt steigt er von alleine, Grummelchen. Mehr Schnur geben. Ja. Noch mehr Schnur. Ja. Oh, der Drache steigt immer höher. Schade, dass man ihn kaum noch sehen kann, weil er grau ist wie die Wolken. Ach, das macht nichts. Das macht fast gar nichts. Bald ist die ganze Stadt grau. Siehst du?
Der Drachen ist schon über den Häusern. Ja, das sehe ich, Krumme Griesgram. Die schönen Häuser. Willst du sie wirklich alle grau machen? Ja, ja, das will ich. Deshalb bin ich doch hier. Es geht los. Die Graubeutel müssen fallen. Dazu muss ich an dieser Leine ziehen. Jetzt! Siehst du, wie die Grauwolken herabsinken und wie sie sich ausbreiten? Ja, das sehe ich. Und mir ist ganz graurig zumute. Ich meinte natürlich ganz traurig. Aber ich nicht. Ich bin froh. Sieh doch, grau. Alles wird grau. Die Häuser, die Blumen, die Wäsche auf den Wäscheleinen. Alles wird grau. Und das habe ich gemacht. Ich komme, Griesgram. Regina Regenbogen und ihre Freunde waren auf der Suche nach dem gelben Haus, in dem Bernd wohnte. Zuerst glaubten sie, dass sie es ganz schnell finden würden. Doch dann merkten sie, dass sie sich geirrt hatten. Es gab ja so viele Häuser in der Stadt. Regina, was machen wir bloß? Ich glaube, wir finden das gelbe Haus nie. Nur nicht den Mut verlieren, Katrin. Wir schaffen es schon. Solange ihr mich dabei habt, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Wir finden das Haus, ganz gewiss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was war das denn? Das hört sich an wie die Graukanone von Grummel Griesgram. Ja, Bubi, das war die Graukanone von Grummel Griesgram. Sieh doch, Regina, da oben, ein grauer Drache. Von ihm kommen große Grauwolken herab. Passt auf! Grummel Griesgram wird die ganze Stadt grau machen. Wir müssen uns verstecken. Ja, sonst werden wir alle grau. Werft Farbkristalle schnell. Nur so können wir uns wehren. Werft sie. Wir wollen nicht grau werden. Ja, ja, werft die Kristalle. Ja, so ist es gut, seht ihr? Die Straße wird ganz bunt. Die Grauwolken können uns nichts anhaben. Oh, wir sind gerettet. Die Kristalle helfen uns. Ja. Aber die Häuser sind grau. Tatsächlich. Die Häuser sind grau geworden. Und die Wäsche dort auf der Leine. Und die beiden Autos da drüben. Und die schönen Blumen vor den Häusern. Alles grau in grau. Wie hässlich. Jetzt können wir Bernd überhaupt nicht mehr finden. Ist euch das eigentlich klar? Niemand kann die Häuser jetzt noch voneinander unterscheiden. Ja, Katrin hat recht. Alle Häuser sind grau. Ja. Jetzt ist Bernds Haus nicht mehr gelb. So eine Gemeinheit. Oh, Grummel Griesgram hat gewonnen. Wir können gar nichts mehr tun. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt ist alles aus. Der arme Bernd. Regina, wir müssen doch irgendetwas tun. Ja, Regina, Katrin hat recht. Wir müssen uns irgendetwas einfallen lassen, wenn wir Bernd helfen wollen. Und außerdem dürfen wir nicht zulassen, dass Grummel Griesgram die ganze Welt grau und traurig macht. Vorsicht, Grummel Griesgrams Auto kommt. Versteckt euch. Ja, Grummels Auto. Schnell, hinter die Hecke dort. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn Grummel Griesgram uns sieht, schießt er mit der Graukanone auf uns. Er wird bestimmt aufmerksam, weil hier noch alles bunt ist. Hauptsache, er sieht uns nicht, Regina. Duckt euch! Er kommt! Wieso ist die Straße an dieser Stelle noch bunt? Alle Farben sind da. Gelb und rot und blau und grün und weiß und violett und... Ach, 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 das ist ja scheußlich! Findest du, Grummel Griesgram? Ein bisschen Farbe ist doch auch ganz hübsch. Ist es nicht? Ist es überhaupt nicht? Komm, wir steigen aus. Wir müssen nachsehen, warum es hier so bunt ist. Komm! Kann ich denn nicht hier beim Auto bleiben? Es ist so warm. Nein, du kommst mit! Na los, komm schon! Ich habe einen bestimmten Verdacht. Ich glaube, Regina Regenbogen war hier. Und das muss ich herausfinden. Komm,
Wir gehen hier entlang. Was du immer mit Regina Regenbogen hast, das ist doch ein nettes Mädchen. Ein nettes Mädchen? Hast du wirklich nettes Mädchen gesagt? Schleichmichel, sie ist ein böses Biest. Immer will sie, dass alles bunt und fröhlich ist. Wer kann denn das ertragen? Sie gehen weg und suchen uns. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen wir denn nun? Gleich kommen sie zurück. Und was dann? Vielleicht finden sie uns nicht, wenn wir ganz still sind. Wir dürfen nicht nur still sein, Nina. Wir müssen uns wehren. Aber wir können doch nichts tun. Vielleicht doch. Aber was denn, Regina? Ich habe eine Idee. Sieh dir, das Auto steht noch da. Ja, das sehe ich. Und? Damit können wir doch nichts anfangen. Vielleicht doch. Kommt alle mit. Schnell, zum Auto. Was hast du vor, Regina? Was soll das? Pass bloß auf, dass Grummel Grieskamm uns nicht sieht. Was willst du mit dem Auto machen, Regina? Wir binden die Beutel mit dem Farbkristall an den Auspuff. An das Ende vom Auspuff. So, das geht ganz einfach. Was soll das, Regina? Aus dem Auspuff kommt doch nur Gift. Ja, Katrin, aus dem Auspuff kommt Gift. Das pustet kräftig raus. Aber jetzt hängen die Beutel mit den Kristallen dran. Wenn Schleichmichel losfährt... Du meinst, dann pustet das Farbkristall aus dem Auspuff? Unsere Farbkristalle wirbeln aus dem Auspuff, wenn Schleichmichel losfährt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das merkt Grummel Grießkram doch sofort. Und das klappt nie. So dumm ist Grummel Grießkram nicht. Seid doch nicht so ängstlich. Ich habe euch ja noch nicht alles gesagt. Bitte, Richard, deine Kristalle brauchen wir auch. Bernds Drache soll wieder rot werden. Hier hast du sie, Regina. Gut, ich binde sie auch an den Auspuff. Und jetzt schnell zurück zu unserem Versteck. Nein, noch nicht, Sternschnuppel. Erst müssen wir die Tonne aushaken. Du willst die Tonne aushaken, in der Grummelgrießkram immer steht, wenn er mit dem Auto fährt? Ja, aber dann wird Schleichmichel ohne Grummelgrießkram wegfahren. Genau das möchte ich doch erreichen, Katrin. Kommt, helft mir, die Tonne auszuhaken. Meinst du nicht, dass Grummelgrießkram es merkt? Ach nein, das glaube ich nicht. Es fällt ja kaum auf, dass wir die Tonne ausgehakt haben, wenn wir sie ganz dicht ans Auto stellen. Helft mir doch. Ja, ja, wir helfen dir ja. Warte. Ganz schön schwer. Hoffentlich klappt es. Gut so. Und jetzt ab in unser Versteck. Kommt. Ich glaube, Grummel Grießkram und Schleichmichel kommen zurück. Leise, Nina. Sie kommen. Müssen Regina Regenbogen und ihre Freunde noch sein? Ja, irgendwo, aber wir haben sie nicht gefunden. Wir fahren weiter und schießen mit der Graukanone. Ich will, dass auch der letzte bunte Fleck verschwindet. Ja, ja, wenn du das gut findest. Wir schießen mit der Graukanone und jetzt fahr los. Grießkram hat nichts gemerkt. Er ist in das Fass geklettert. Passt auf! Schleichmichel? Schleichmichel? Schleichmichel fährt alleine los. Es klappt, es klappt. Schleichmichel! Du Tollpatsch hast mich vergessen. Nimm mich mit. Nicht weiterfahren. Du machst ja alles bunt und dabei ist doch gerade alles so schön grau. Anhalten! Anhalten! Es kommen lauter bunte Farben aus dem Auspuff. Ach, wie scheußlich! Bravo, Schleichmichel! Bravo, Schleichmichel! Farbe durch die ganze Stadt. Alles soll wieder bunt und fröhlich werden. Komm, wir laufen hinterher. Das müssen wir sehen. Das ist das einzige Auto auf der Welt, aus dessen Auspuff wirklich was Gutes kommt. Und Grummel Grießkram, was wird aus ihm? Ach, lass ihn doch in seinem Fass, bis er sich grau ärgert. Hinter dem Auto her, Freunde. Wir wollen sehen, wie die Welt wieder bunt wird. Kommt auf meinen Rücken. Ich trage euch. Kein anderes Pferd könnte so etwas. Aber ich bin ja auch nicht wie andere Pferde, bei aller Bescheidenheit. Schleichmichel fuhr weiter und weiter und er schien gar nicht zu bemerken, dass er Grummel Grießkram zurückgelassen hatte. Sein Auto versprühte Farbkristalle. Sie wirbelten hoch in die Luft und verbreiteten überall fröhliche Farben. Schließlich aber... Als Schleichmichel, Sternschnuppe und die Regenbogenfreunde neben sich sah, hielt er das Auto an.
Oh, wer ist denn das? Das ist ja Regina Regenbogen mit ihrer bunten Bande. Oh Gott, oh Gott, wir sind doch keine Bande. Da ist das gelbe Haus. Seht doch, das gelbe Haus. Oh ja, Sabine, und da ist ja auch Bernd. Hallo, Bernd. Endlich haben wir dich gefunden. Mein Drachen kommt herunter. Er ist wieder rot und schön. Ich muss ihn auffangen. Bitte, bitte helft mir. Tatsächlich, der Drache ist wieder rot. Der Drache kommt. Fangt ihn auf. Gleich ist er unten. Fangt ihn auf. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich muss weiter. Ich glaube, ich habe Grummelgrießkram verloren. Ja, sieht so aus. Ich muss ihn suchen. Ich fahre noch ein bisschen durch die Straßen, bis ich ihn gefunden habe. Ja, in welchem Teil der Stadt war ich denn noch nicht? Na ja, ich fahre erst mal los. Sicher ist er da, wo die Stadt noch grau ist. Ich glaube, ich höre Grummelgrießkram. Ach, und nun fährst du in die Richtung, aus der du ihn hörst? Nein. Nein, Regina. Ich fahre erst mal in die entgegengesetzte Richtung. Es könnte ja sein, dass ich mich geirrt habe, nicht? Ja. Ja, das ist richtig, Schleichmichel. Fahre von ihm weg. Du bist ja gar nicht so böse, wie Grummelgrießkram es will. Auf Wiedersehen, Schleichmichel. Auf Wiedersehen, Kinder. Und keine Angst. Grummelgrießkram wird euch heute und morgen bestimmt nicht mehr stören. Nein, dafür sorge ich. Auf Wiedersehen, Schleichmichel. Und vielen Dank. Wir wollen jetzt mit Bernd spielen. Bernd soll schöne Ferien haben. Jetzt ist die Stadt wieder schön bunt und Schleichmichel hat uns geholfen. Das hätte ich nie gedacht, Regina. Schleichmichel ist gar nicht so dumm und so tollpatschig, wie er immer scheint. Ich glaube, oft tut er nur so, damit Grummelgrießkram uns nicht schaden kann. Das ist vollkommen richtig, Regina. Aber nun zu Bernd. Musst du tatsächlich allein in der Stadt bleiben, während deine Eltern verreisen? Nein, jetzt habe ich ja meinen Drachen wieder und ich kann meinen Eltern zeigen, dass er nicht kaputt ist. Ich darf mitfahren. Oh Gott, oh Gott, wie schade. Aber weißt du, es ist doch schön, dass Bernd mitfahren darf. Er freut sich auf seine Ferien. Ja, ja, das ist ja richtig. Aber eigentlich wäre es auch ganz schön gewesen, wenn Bernd die Ferien bei uns verbracht hätte. Ja, das hätte ich gern getan, Weißwirbel. Wenn du Zeit hast, kannst du uns ja mal am Regenbogenland besuchen, Bernd. Ja, das ist eine gute Idee. Das würde ich gerne tun. Wo finde ich euch denn? Gleich am Ende des Regenbogens. Da, wo die Welt am schönsten ist. Du kannst uns gar nicht verfehlen. Außerdem brauchst du nur nach dem wundervollsten Pferd des ganzen Universums zu fragen. Dann kann dir jeder sagen, wo du uns findest. Ja, ja, das ist richtig, Bernd. Schöne Ferien, Bernd. Bis bald. Komm mal zu uns ins Regenbogenland.